willkommen zur 113. Folge. War eigentlich jetzt nicht so geplant, dass ich jetzt aufnehme, aber ergibt sich einfach so. Ich bin hier in der Nähe des Dorfes, da seht ihr den Turm, den ich gebaut habe, da hinten die Minecart-Station, da oben ist der Berg, wo das Kloster von Eudong hinkommt. Und um das Holzproblem der Bewohner dort zu lösen, habe ich mich entschlossen, hier auf der Insel ein paar Bäume zu pflanzen. Da seht ihr es, die haben es dann zwar immer noch schwierig, an Holz ranzukommen, aber sie kommen halt ran. Die beiden Kakaoschafe da hinten lasse ich mal, denn hier hat sich was wesentlich Interessanteres ereignet. Hier habe ich eine Höhle gefunden und der Eingang war ursprünglich sehr viel kleiner. Das waren also gerade mal zwei Blocks, drei Blocks, wo es da auf war und nach unten ging. Und ich hüpfe da rein und schon kommt mir ein freundlicher Creeper entgegen und hilft mir dabei, eben diesen Eingang hier so zu erweitern. Und diese Höhle werden wir uns doch mal gleich anschauen weiter. Ich hole mir hier noch die Spitzhacke rein, damit ich mir hier das Eisen aus dem Boden holen kann. Und bis hier bin ich schon mal eingedrungen in die Höhle und dann habe ich also hier nach unten gesehen und da nicht nur einen Creeper gesehen, sondern gleich zwei. Und davon, da wollte ich euch natürlich daran teilhaben lassen. Ihr sollt ja doch möglichst hier noch einiges miterleben. So, zack, 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 bergen wir uns mal hier wieder bescheiden aus den Kinken, gucken, ob es sicher ist. Da unten war also vorhin noch ein Creeper und da ist noch ein Gang, klasse. Das scheint hier ja wieder mal... Oh, schön, Kohle, Eisen, jede Menge. Und hier geht's nach oben, hier muss man nachher aufpassen, wenn ich hier was abbaue, aber das Eisen kann ich mir hier schon mal holen. Ja, auch wenn da Sand hinterherkommt. Und die Kohle, denn Fackeln werde ich mir hier gleich auch noch ein paar basteln müssen. Wir gehen also heute einfach nochmal ein bisschen in die Höhle. Zack, 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 zack. So, da haben wir es. Soweit okay. Dann Stickies, Kohle und Fackeln. So, haben wir es erstmal wieder. Ja, ich bin erstmal ein bisschen auch in der Umgebung des Dorfes herumgestreift, weil ich also auch nicht so recht wusste, wie ich da nun weitermachen, anfangen soll. Mir fehlt immer noch so ein bisschen so die konkrete Idee, wie ich das umsetzen will, dass das so aussieht, wie ich das haben will. Ich will ja diesen leicht arabischen Touch haben. Hier so Nordafrika, Mittelmeerküste, Atlantikküste, so die Ecke. Bisschen Sahara, bisschen Wüstenatmosphäre und Nomaden. So vielleicht in die Richtung. Kamele gibt es ja hier noch nicht in Minecraft. Das wäre vielleicht noch was. So. Hier holen wir uns auch mal ein bisschen weg, so, dass wir hier Platz haben. Fackel hingesetzt, davon haben wir jetzt auch welche. So, hier noch ein bisschen für Kopffreiheit gesorgt. Dann können wir mal weiter schauen. Ja, und bin also da immer fleißig durch die Gegend gestreift. Ich habe auch noch nicht auf 1.7 geupdatet, sondern einfach mal meine Netzwerkverbindung deaktiviert, bevor ich Minecraft gestartet habe. Haha, ich spiele hier also noch auf 1.666. Nee, 66. Nicht die Zahl des Teufels, egal. Bin hier ja wehmütig die letzten Tage hier durch die Gegend gestreift und habe Schafe gespenkt. Na? Sieht man hier, dass ich da reichlich Beute gemacht habe. Man muss das Vergnügen ja auskosten, es ist ja vorbei. Jetzt mit 1.7 müssen ja die Schafe geschoren werden. Und ich habe auch schon gesehen, so die ersten Webseiten, Sheepspankers Anonymous für anonyme Schafespanker, die sind hier auch schon aus dem Boden geschossen. Da haben sich wahrscheinlich auch schon die ersten Leute angemeldet. Ach ja, die Tage des fröhlichen Schafespankens, sie sind gezählt. Schnief. So, hier scheint aber jetzt nichts weiter zu sein. Das ist also doch keine Riesenhöhle, obwohl wir hier doch reiche Beute gemacht haben. Kohle, Eisen,
Wunderbar. Bisschen Schießpulver von den Creepern. Da kann man sich doch nicht beschweren. Na, für so eine kleine Expedition zwischendurch. Aber da ist ja noch mehr Kohle. Jai, kann man sich da doch auf keinen Fall beschweren. Söderle. Zack, machen wir hier noch ein bisschen Lichte in die Bichte. Na. So, da haben wir hier die Ecke auch ausgeräumt, wollte ich gerade sagen. Da ist ja noch ein Stück Kohle. Das lassen wir da ja nicht so einfach rumhängen. So, da oben packe ich mir auch noch Licht hin. Söderle. Haben wir es hier? Jo. So, und dann hinaus. Jawohl, ich habe hier auch. Wasser rein, das war nicht so beabsichtigt. Dann machen wir einfach mal so, dass wir uns hier den Ausgang hochbauen. Ja, Schwein, ich kümmere mich ja gleich um dich. So, ich habe nämlich auch fleißig hier Schweine gejagt und Kühe und so weiter, während ich hier durch die Gegend getobt bin. Ach, da sieht man den Einbruch, den machen wir hier gleich mal ein bisschen dicht. So. Und, es wird so langsam dunkel. Ich muss also sehen, dass ich nach Hause komme. Ah, schön, Bäume sind gewachsen. Ja, ich habe also hier ein paar Minecraft-Tage damit verbracht, einfach hier durch die Gegend zu streifen. Beziehungsweise überwiegend am Dorf durch die Gegend zu streifen. Und da einfach Rohstoffe zu farmen und mir so die Gegend da anzugucken, um da rauszukriegen, was und wie ich da wirklich machen will. So, wir gehen jetzt zur Baustelle von der Corvette, denn da ist ja die Minecart-Strecke und da komme ich dann richtig schnell zurück zur noch unbenannten Minecart-Station. Die nenne ich möglicherweise Endstation Sehnsucht nach einem bekannten amerikanischen Roman. Mal sehen, was mir da noch einfällt. Da bin ich also noch am Überlegen. So, zack. Ja, ihr seht, Fleisch, alles da, kräftig gesammelt hier die letzten Tage. So, ab geht's nach Hause. Ja, ich habe mir also hier einfach mal die Gegend gründlich angeguckt. Danach links weiter ist nochmal eine schöne Bucht, weiter da hinten. Ja, da sieht man schon, jetzt sind hier schon nachts die Creeper unterwegs. Höhlen haben wir hier ja auch noch kräftig zu erkunden. Also, da ist hier noch einiges zu tun. So, ein bisschen Fleisch aus dem Ofen raus, ein bisschen Fleisch in den Ofen rein. Bisschen Kohle nachgelegt. Und zack, aufs Ohr gehauen. Ja, das mache ich ja so häufig, wenn ich nicht so recht weiß. Weil jetzt weiß ich, was mir bevorsteht mit dem Frühsport. Creeper hier direkt in der Nähe, sehr schön. Von da oben hüpft auch nichts runter. Okay. Ja, widmen wir uns erstmal wieder dem Frühsport. Oh Schwein, nicht doch da runter hüpfen. Da hinten sehe ich einen Creeper, den werden wir uns holen. Ja, habe mir also hier die Gegend auch so angeguckt und zack, da könnte man zum Beispiel einen See aufschütten. Hier hat ein Skelett einen Pfeil verloren. Und der Creeper da hinten, den holen wir uns auch. So, nichts fallen gelassen. Zu schade. Ja, also hier wäre zum Beispiel nochmal eine schöne Ecke für einen kleinen See. Das könnte man machen, so eine Oase. Ein bisschen dann. Zack, 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 hüpfen wir mal hier auf den Berg hoch. Hübeli-hüpf. Ja, da hinten sieht man schon das Fort. Ja, da ist noch eine Höhle, die ist aber schon erkundet. Und, herrje, ey. Was soll denn die Scheiße? So, ist jetzt Ruhe da oben. Jawohl. Das hätte ich auch einfacher haben können. So, ja, was hatte ich noch?
Zack, erstmal ein bisschen Leder, hübbeli-hüpf, hier noch ernten, zack. Genau, wenn wir nämlich hier noch ein Stück weiter gehen in die Richtung, haben wir hier erstmal eine Spinne, die uns dumm anguckt. So. Und eine Kuh, die wir um ihr Leder erleichtern. Hier hinten hinter dieser Sanddüne ist nämlich nochmal eine schöne Bucht. Eine schöne Sandbucht. Ups. Södale, zack, zack. Ah, die sieht auch recht einladend aus, muss ich sagen. Hier könnte man sich ja auch was Schönes noch machen. Auch nochmal so ein Berberdorf oder sowas hinsetzen. Oder ein arabisches Piratennest oder sowas irgendwie in der Art. Ja. Na, je mehr man sich hier umguckt, desto mehr Ideen kommt man hier mit der Grube. Puh, ja, vielleicht auch was Interessantes, was man da noch machen kann. Da hinten haben wir noch mal einen schönen hohen Berg. Ja, weil ich habe ja schon Komplimente bekommen hier für den Berg, auf dem ich Oidong, das Kloster, erbauen will. Da hinten ist noch mal so einer. Ja, also ihr braucht einfach nur zu gucken in eurer Welt und da ein bisschen unterwegs sein. Genau, was hier den Vorschlag anging, die Sachen aus Sandstein zu machen, von wegen der arabischen Note, des arabischen Touches, den ich hier reinbringen wollte. Da ist so, na, zu kurz gesprungen. Ja, bietet sich an, und Sandstein im Prinzip natürlich hier auch in der Wüste oder Wüstengegend, wüstigen Gegend, passendes Baumaterial. Der Haken ist, dieser Bereich hier ist noch erzeugt worden in einer Minecraft-Version, in der es noch keinen Sandstein gab. Das heißt, wenn ich hier buddle, hole ich hier den ganzen Sand weg. Aus dem kann ich zwar dann Sandstein machen. Der Haken ist aber, na, wenn ich hier buddle, den ganzen Sand abbaue, dann ist der weg. Und dann gibt es hier keinen Sand mehr. Also da muss ich noch ein bisschen, ja, mir was überlegen, mir was einfallen lassen. Werde da also noch dran knobeln. Während, zack, 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 hier da hinten die Insel, auf der ich jetzt die Bäume gepflanzt habe. Da werden wir mal gleich weitermachen. Ein bisschen Holz machen noch. Und ein bisschen Erde da hinlegen, dass wir da noch weitere Bäume pflanzen können. Das sind dann hier also schon Chunks, die mit 1,6 erzeugt wurden. Das werden wir gleich sehen, wenn wir uns da hinten ein bisschen die Wüste angucken. Da wachsen dann nämlich schon diese komischen Wüstengewächse, die hier in Downies Texturenpack auch richtig schön gemacht sind, muss ich auch mal sagen. Da hat er nämlich so eine kleinen Kakteen, ich weiß nicht, wie die heißen, draus gemacht. Das sieht also schön aus, schon schön aus. Nicht nur schon schön aus, das sieht schön aus. Komm hier, Schwein, zack. Kein Schinken. Sünde. So. Jawohl, hier sehen wir also, sind wir in einer neuen Welt oder mit einem neuen Chunk, der ist erst 1,7 erzeugt worden oder 1,6. Na, hier haben wir also diese Sukkulenten, also Pflanzen, die in trockenen Gebieten wachsen, im Allgemeinen Kakteen. Na, und hier haben wir auch schon das erste, ja, freiwilligere Gras, sage ich mal, was hier also nicht mit Knochenmehl gedüngt wurde. Das erste Wildgrass. Schauen wir uns hier einfach mal weiter um. Ja, durch die Ränder hier an den Texturen sieht das mit dem Gras, naja, kommt nicht ganz so schön, der Effekt. Ja, aber immerhin, er ist da. So, was haben wir hier für eine schöne Ecke? Bunter Mix aus Wüste und ja, normaler, gemäßigter Klimazone hier mit Gras und Erde und Bäumen dann auch noch da hinten. Schauen wir uns hier einfach mal ein bisschen um. So, noch für den Rest dieser Folge. Schauen wir weiter, was wir hier dann noch zu sehen bekommen.
Oh ja, schön, noch schöne Bucht dabei und hier noch mal ein Planschbecken. Das schauen wir uns doch noch mal ein bisschen näher an. Oh, das geht ja sogar. Ja, hier mit extra Heißwasserabteilung. So, zack. So, einmal. Ach, schön warm, ja. Na, hier mit Kohle sogar zum Heizen dabei. Also, haha, ist ja wieder mal traumhaft. So, zack. Kaum macht man es richtig. Schon funktioniert das auch. Schweine-Omas. Ist doch herrlich, die Ecke hier wieder mal. No? Ah, ja. So, verschiedene. Ach, da haben wir noch. Höhle, kleiner. Nee, das ist eine Höhle. Wird das eine Höhle? Das wird eine Höhle mit verdammt viel Kohle da drin, die ich hier sehe. Wow. Also, auch hier ist wieder für jede Menge Spaß und Unterhaltung gesorgt. Minecraft lässt uns da nicht im Stich. Komm her, Schaf. Zack. Ja, ihr seht, ich kann meine Schafe noch spanken. Wie gesagt, Netzwerkverbindung deaktiviert, Update verhindert. So geht das. Oh, das sieht ja hier auch schön aus. Das gucken wir uns noch ein bisschen genauer mal an hier von dem Baum. So als Ausblick zum Abschluss der Folge. Auch schöner See hier mittendrin und auch hier. Ja. Also, das wird mal auch wieder richtig lecker hier. Und mit diesem schönen Anblick, mit diesen schönen Worten verabschiede ich mich aus dieser Folge. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Ne? Adieu mit Ö. Da ist ja noch ein Lavasee. Da! Geil. Schön. Adieu mit Ö.